Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Empire Total War mit dem Darth Mod. Ich sehe gerade auf unserer Karte, Österreich ist so gut wie vernichtet, kann das sein? Na, wobei, nee, nicht mal. Die haben sich relativ gut gehalten. Ja, ein großes herzliches Willkommen zurück. Wien gehört Preußen, wie passend. Die Osmanen sind ja mal richtig eingefallen da in Europa. Die Österreicher haben noch Kroatien, Schlesien. Gut, Westpreußen und Ostpreußen haben sie irgendwie geschafft einzunehmen. Also total crazy. Aber was da gerade in Europa so abgeht, das interessiert uns gerade reichlich wenig, denn wir sind auf dem indischen Subkontinent vertreten. Momentan relativ gut, muss ich sagen. Wir halten da drei Regionen konstant. Die Maraten sehen auch nicht mehr so frisch aus, wie sie mal ausgesehen haben. Denn wir haben denen schon ganz ordentlich zugesetzt jetzt und das in Kooperation mit dem Mogulreich, muss man ja ehrlicherweise dazu sagen. Jetzt will ich mal wissen, was die da in Kuttak noch sitzen haben. Naja, gib mal Gas, Junge. Okay, er hat da noch eine kleine Armee. Gut, bewaffnete Bauern, Bagir-Infanterie. Ist jetzt nichts, was uns irgendwie gefährlich werden könnte, wenn die Armee in Mysur erstmal fortgebildet ist. Ich meine, ich war auch soweit fertig mit meiner Runde. Wir sehen es ja dann, wenn noch irgendwas Großartiges passiert. Ja, was ist in der Zwischenzeit noch alles passiert? Mensch, ja. Es entwickelt sich ja gerade hier wieder prächtig. Ihr kriegt, glaube ich, pro Tag momentan 3 bis 4, luxushalber sogar fast 5 Videos am Tag. Oh, Angriff. Sie greifen direkt an. Ui, was habe ich denn hier? Weiß Madeira verteidigt Goa. Wir haben noch eine Schlacht um Goa, Freunde. Aber wir haben 8-Inch Garnisonsmörser. Das ist ja mal cool. Na gut, unsere Armee ist halt noch nicht vollständig fortgebildet. Aber die Streitmacht, die ihr uns da jetzt schickt, ist deutlich kleiner als die vom letzten Mal. Aber diesmal hat er Kanonen. Das ist schlecht. Naja, aber uns steht eine Echtzeitschlacht bevor, Freunde. Kenne den Feind und kenne dich selbst. In 100 Schlachten wirst du nicht in Gefahr kommen. Sun Tzu, chinesischer General und Autor von Die Kunst des Krieges. Ja, meistens hilft es sogar nicht mal, seinen Feind vollkommen zu kennen. Aber die Maraten haben jetzt einen entscheidenden Fehler gemacht. Wenn sie die Schlacht jetzt verlieren, dann können sie ihre Hauptstadt mal schön über den Jordan schicken. Weil wenn es die Mogulen nicht einnehmen, werde es ich machen. Und eigentlich bin ich ehrlicherweise scharf drauf, weil ich glaube, da ist noch eine weitere Schule drin, beziehungsweise Universität. Das bedeutet wieder eine weitere Erforschung. Oh, und es regnet. Das ist schon mal chronisch nicht gut. So, sehen wir denn, wo sich der Gegner aufgestellt hat? Das sehen wir nicht, aber wir sehen zumindest, aus welchen Richtungen er kommen kann. So, ein Zusatz der Verteidigung, jetzt... Das ist mal unser General. Mit der ganzen Kavallerie. Der darf sich jetzt erstmal im Hofinneren aufstellen. So. Naja, so war es jetzt eigentlich nicht gedacht. Stellt euch doch mal bitte alle hier drinnen auf. So. Den Mörser. Kann man. Der stationär, oder? Ne, den kann man, den können die Leute, glaube ich, sogar auch schieben. Aber ich glaube, wenn wir den so aufstellen, dann ist das eine ganz gute Geschichte. So, auch die Kanonen werde ich aufstellen. Allerdings werde ich die herinnen lassen, weil ich habe das mal gemacht, dass ich die rausgestellt habe. Das ist ein wahnsinniges Selbstmordkommando für die Kanonen. So, ihr dürft euch da noch dazwischen stellen. Ich kann mich ja eingraben, lustigerweise. Aber das habe ich gar nicht vor. So. Meine Infanterie ist leider nicht ganz fortgebildet worden. Eigentlich sieht es bei mir tatsächlich gar nicht mal so fresh aus, muss ich ehrlicherweise gerade gestehen. Was habe ich... Na, wobei ich... Ich habe ja noch Miliz ohne Ende hier stehen, also... Miliz! Die Miliz muss es jetzt reißen, Freunde.
Ah, Moment, was haben wir hier noch stehen? Da ist auch nochmal Miliz. Okay, der Großteil kommt tatsächlich von da hinten. So, die Mörser feuern schon mal. Ah, wieder auf diese Kamelnomaden hier. Finde ich cool, dass ich auch jetzt über diese Garnisonsmörser verfüge. Und treffe die auch was? Nicht wirklich, ne. So, was haben wir hier? Immer die Guerillas. Die Miliz hat eigentlich erstmal die Hauptverteidigungsrolle hier eingenommen in dieser Schlacht. Brauchen wir euch eigentlich nicht, ne? Die Linieninfanterie sieht alles andere als portugiesisch aus. Es sieht aus wie so eine preußische Linieninfanterie, muss ich ehrlicherweise sagen. Fallen schon die ersten Schüsse. Der Gegner ist diesmal, glaube ich, von den Truppen her besser aufgestellt. Also hat nicht ganz so viele Ramschtruppen. Was auch immer meine Leute hier gerade für einen Groovy Dance machen. Sofern sie sich besinnen und dann auf den Gegner feuern, bin ich damit einverstanden. Flanken an. Meine Miliz stelle ich mal noch ein bisschen auf, weil die versuchen hier anscheinend gerade über die Flanken schön zu kommen. Das können sie sich gleich mal so knicken, wie es ist. So, ihr bewegt euch mal. Scheiße, diesmal wollen sie es richtig machen, unsere Gegner. Jetzt erweckt zumindest so ein klein wenig den Eindruck. Jetzt schauen wir mal, was hier abgeht. Ich glaube, die kommen hier schon hoch. Aber gut, das sollen sie ruhig, weil soweit ich das sehen kann, haben die keinerlei Bajonette oder sowas in der Richtung schon entwickelt. Ja. Was haben wir hier? Kebagier-Infanterie. Schießt er eigentlich mit seinen Kanonen irgendwie auf meine Mauern? Ja, er schießt zumindest. Oh, er hat auch schon ganz schön was kaputt gemacht. Okay, der versucht hier eindeutig eine Bresche zu schlagen. So, das sind die Hindu-Musketiere. So, ihr zieht euch mal bitte zurück. Solange das ganze Dingens hier noch intakt ist. Ihr zieht euch ins Hauptquartier zurück. Die hier fliehen. So, und ihr dürft euch dann aufstellen, um die Bresche zu verteidigen.
Ja, die dürfen halt auf die schießen. Ich glaube, das ist ganz gut so. Sie lernen aber auch nicht dazu, ne? Das hat gerumst, Leute. Alter, 99%, Mann, verpiss dich jetzt da! Ah! Ach, Scheiße. Jetzt ist mein Freischärler-Guerilla-Bataillon draufgegangen. Fuck, ey. Aber ich hab denen doch schon vor Urzeiten gesagt, sie sollen sich da verpissen. Na, jetzt werden die Gegner erstmal eines machen. Jetzt werden die schön hier. Durch die Bresche kommen. Und die sieben Mann, die es jetzt überlebt haben, die versuche ich um jeden Preis zurückzuziehen, weil die haben schon ein recht hohes Level. Was macht die hier eigentlich? Ich kann das mal verraten. So, bitte auf die da schießen. Sie laufen in eurer Reichweite. Jawoll. Das Waffenarsenal ist unser. Und meine 7-Mann-Einheit wurde gerade vernichtet. Das Hauptquartier ist mein. So, was suchen Sie hier jetzt verzweifelt? So, nehmen wir alle die Gebäude hier ein. Hier wird es nämlich gleich fett abgehen. Ich fürchte, meine Linieninfanterie ist da gerade so ein bisschen überfordert. Nicht auf die Geschütze da hinten schießen, sag mal. Oh, Artillerie mal bitte zurückziehen, Leute. Die Linieninfanterie wird auch schon wieder abgemetzgert bis zum geht nicht mehr. Meine Pikemen. Die müssten noch gut sein gegen die behinderte scheiß Kamelinfanterie, die der da aufruft. So viele Leute haben da drin jetzt leider nicht Platz. Scheiße. Das ist schlecht. So, bemannt immer noch die restlichen. Naja, genau. Rausreiten war genau der Plan, den ich für euch vorgesehen hatte. Ja, das ist sowas Scheiß auf die Pikemen auf sie. Betrieb.
Dann manch die Geschütze, Männer. Das Kanonenfutter steht bereit. Jetzt werde ich zwar in erster Linie meine eigenen Leute abschlachten, aber... Es tut mir leid, Freunde, aber das muss sein. Ich glaube nicht, dass sie noch eine sehr effektive Sperrwand bilden. Puh, Leute, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Schlacht. Momentan sind es die Pikeniere, die hier die Front halten. Mehr oder weniger. Sie werden diese Schlacht nicht überdauern, fürchte ich. So, wie sieht's hier hinten aus? Das sieht doch schon einmal recht gut aus. Ihr könnt euch mal da vorne aufstellen. Der Teil des Forts ist, glaube ich, sowieso unzerstörbar. Das geht gar nicht. Nee, das kann sogar auch kaputt gemacht werden. Ich hoffe darauf, unsere Männer schaffen das. So, hier bitte. Ihr seid nur noch 6 Leute. Tut mir einen dicken Gefallen. Und verlasst das Schlachtengetümmel hier an der Front. So, was hat der Freund jetzt hier noch, ha? Nicht mehr wirklich viel. Dass ich schon auf der Flucht wäre oder auf dem Weg dorthin. Allgemein wegen auch runterklettern. Das beschleunigt die Sache, glaube ich, nur... Immer noch am Überlegen, Freunde, wie wir das jetzt hier am besten machen. Ich glaube, ich habe da so eine Idee. Ich werde zumindest mal seine Artillerie loswerden.
glaube, das ist gut. Die wurden natürlich noch gar nicht getroffen, ne? Ne, natürlich nicht. Ich mache mit meinem Mörser nichts anderes. So, und meine Miliz hier wird jetzt abgemetzgert, ne? Sehe ich ja richtig so. Hallo? Schon mal was von Galoppieren gehört? Danke! Ja, bequemt ihr euch dann mal bitte. Hey, ich habe diese Schlacht fast gewonnen. Jetzt hört mir auf mit dem Kack hier. Aber hinterher, Männer. Also wenn das jetzt nicht in irgendeiner Form gut lief, dann weiß ich auch nicht, ne? Was ich irgendwie lustig finde, auch in Empire ist es ja so, dass die Artillerie irgendwie unendlich Munition hat. Leibwache? Nee. Ich glaube, das hier ist seine Leibwache, ne? Kindari-Reiter. Ja, ich glaube, das hier ist seine Leibwache. Naja, wir wollen ihm jetzt richtig wehtun. Oh. Was ist denn hier auf einmal aufgetaucht? Achso, das sind die Kamelschützen, die hier sind. Ah, ich verstehe. Warum setzen die sich immer von ihren Kamelen runter? Ich check das nicht. Was für eine Logik steckt denn da bitte schön dahinter? Sie einfach nur. Okay, jetzt nochmal einen kühlen Kopf bewahren, den eigenen General nicht verlieren. Das wäre jetzt wirklich ganz formidabel. Thank you.
Oh, nach der Schlacht brauche ich erstmal... Erstens brauche ich eine Pause, weil wir sind schon wieder weit über dem Zeitlimit, Freunde. Und zweitens eine fette Erholungskurve von diesen Schlachten hier. Wollen wir die Truppen wieder richtig ordentlich fortbilden. So, ich glaube, den Rest können wir im schnellen Durchlauf machen. Jawohl, sein General wird richtig schön auseinandergenommen. So, Jaibave ist gefallen. Scheint sein General aber reichlich wenig zu kümmern. So, abziehen, die angreifen. Los, 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 los. Die halten ganz schön was aus hier, diese Pindari-Reiter, Leute. Boah, bitte lass dies nun ein Sieg sein. Glorreicher Sieg. Ihr habt den Sieg errungen. Glorreich, heldenhaft und wunderbar. Eure Feinde wurden vernichtend geschlagen. Die Geschichte wiederholt sich, weil niemand beim ersten Mal zugehört hat. Verfasser unbekannt. Eieieiei. 1047 Mann meiner Seite gestorben und er hat von 3343 2057 Mann verloren. Das ist ganz schön ernst. Ja, da kommt schon eine Armee vom Mughalreich. So, ansonsten, der Rest ist ruhig. Der Rest schweigt sozusagen. So, die Edelsteinmine ist fertig. Und Errungenschaft erhalten. Weiß Madeira ist in Depeschen erwähnt. Plus 1 auf Moral in Gefechten. Und dann hoffe ich, wir gefechten noch viel mehr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Freunde. Let's play Empire Total War. Im Darth Mod. Bis dahin, euer Max. Ciao, macht's gut, Freunde.